Die Ehre sei Jesu. Begrüßt einander und sagt einander besondere Worte. Sage, ich liebe dich, lieber Bruder, liebe Schwester, ich segne dich. Wisst ihr, heute möchte ich ein kurzes Wort mit euch teilen, doch es ist sehr wichtig. Und dann möchte ich für euch beten. Die Predigt heißt wie folgt: Wie gehe ich bis zum Schluss? Das ist eine äußerst wichtige Frage. Denn etwas zu beginnen ist nicht schwer. Es ist um einiges schwieriger durchzuhalten. Es ist um einiges schwieriger bis zum Schluss zu gehen. Man muss wissen, was man tun muss, um bis zum Schluss gehen zu können. Wisst ihr, viele Menschen sind zu Gott gekommen und sie haben richtig begonnen. Sie haben mit der Hingabe für Gott begonnen, mit der Opferbereitschaft. Sie haben mit dem Gebet begonnen, mit dem Dienst für Menschen. Jemand war ein Hauskreisleiter. Jemand war womöglich ein Pastor. Hört mir zu, wenn du im Dienst bist, ist das Wichtigste, bis zum Schluss zu gehen. Das ist das Wichtigste. Denn anzufangen ist kein Problem. Das Wichtigste ist, das zu Ende zu bringen. Jesus ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Wisst ihr, das heutige Wort geht an die, die im Dienst sind. Doch in Wirklichkeit möchte ich euch sagen, dass jeder Mensch, der in diesem Saal sitzt und der gerade über das Fernsehen zuschaut, jeder von ihnen wurde von Gott berufen, ihm zu dienen. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht dazu berufen hat, ihm zu dienen. Deshalb sind wir alle Diener Gottes. Wir haben ein Ziel im Leben. Unsere Vision und Hauptziel im Leben ist die Errettung von Menschen. Die Errettung von Menschenseelen für das ewige Leben. Und unsere Botschaft wird von Gott durch Zeichen und Wunder bestätigt. Wäre das nicht seine Botschaft? Wäre das, was ich euch sage, nicht seine Vision, würde er das niemals durch seine Gegenwart und durch seine Zeichen und Wunder bestätigen. Denn Gott nimmt nicht an fremden menschlichen Projekten teil. Gott hat teil an dem, was er selbst aufbaut. Deshalb ist die Rettung von Menschen die Vision unseres Herrn. Das ist die Vision unserer Gemeinde, unserer ganzen Bewegung. Die Rettung von Menschenseelen. Und wisst ihr, jeder hat seine Berufung. In der Rettung von Menschen spielt jeder eine Rolle. Jemand dient als Pastor. Jemand dient als Hauskreisleiter. Jemand dient als Helfer. Jemand dient als Kameramann. Jemand dient als Ordner. Jeder hat seine Berufung und seinen Platz im Leib Jesu Christi. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir diesen Platz niemals verlieren, dass wir bis zum Schluss gehen. Doch worin liegt das Problem? Wisst ihr, dass wenn wir Gott dienen, wir natürlich einen Preis bezahlen. Sage mit mir, einen Preis. Wisst ihr, in der Tat bezahlt man einen Preis. Und wenn man einen Preis bezahlt, fällt das dem Menschen schwer, denn wenn du im Dienst bist, wirst du natürlich einen Preis bezahlen. Der Teufel widersetzt sich dem. Der Teufel widersetzt sich dir. Der Teufel widersetzt sich deinem Leben, damit du nicht dienst. Einst gab es folgenden Fall. Da war ich erst am Anfang meines Dienstes in Perishepino. Ich habe sehr viel evangelisiert und hatte unglaublich viele Probleme. Ich hatte viele Probleme und auf einmal habe ich eine Stimme gehört. Und diese sagte mir: Hör auf zu evangelisieren und all deine Probleme werden verschwinden. Doch daraufhin habe ich um das Vielfache mehr evangelisiert. Denn ich habe verstanden, dass der Teufel sich fürchtet, wenn wir in unserer Berufung sind. Also schaut mal, wenn wir einen Preis bezahlen, wenn wir Schwierigkeiten durchstehen, wenn Gott anfängt, in unserem Leben zu wirken. Hört mir zu, sobald die Salbung auf uns herabkommt,
fängt Gott an, uns zu erheben. Gott fängt an, in unserem Leben etwas zu machen. Und das ruft immer eine dämonische Reaktion hervor. Der Teufel und seine Dämonen fangen an, einen Menschen anzugreifen, der gesalbt wurde vom Heiligen Geist. Ihr sagt vielleicht, was soll ich tun? Hör mir zu. Wenn die Rede von der Salbung ist, wenn du in deiner Berufung aktiv bist und du ein Mensch bist, der Gott treu ist, wenn du gesalbt bist, wird der Teufel dich angreifen. Der Teufel wird auf jeden Fall dein Leben angreifen. Und du wirst irgendwelche Probleme bekommen. Aber, hört mir zu, Freunde, diese Probleme sind Probleme, für die du später belohnt wirst. Hat mich jemand gehört? In meinem Leben gab es einen Fall. Ich erzähle es euch, wie es war. Ich hatte viele Probleme in meinem Leben. Und ich werde diese niemals vergessen. Als unsere Kinder noch klein waren, ist jemand krank geworden, irgendwelche Probleme kamen auf uns zu. Ständig gab es irgendwelche Schwierigkeiten. Das Leben war so schwer und es gab so viele Probleme. Ich erinnere mich daran, wie ich zu Gott kam. Ich sagte, Herr, ich bitte dich, lass mich die Probleme im Dienst auf mich nehmen. Und du wirst meine Probleme auf dich nehmen. Und ich werde die Probleme des Dienstes auf mich nehmen. Ich habe mit Gott diese Vereinbarung getroffen, dass ich bereit bin, die Probleme des Dienstes auf mich zu nehmen. Also die, die mit dem Dienst zu tun hatten. Aber dafür sollte Gott meine Probleme auf sich nehmen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Doch Gott hat blitzartig auf dieses Gebet reagiert. Alles hat sich verändert. In meinem Privatleben hat sich auf einmal alles verändert. Und im Dienst bin ich auf Probleme gestoßen, die ich früher nicht gesehen habe. Das Wachstum, Freunde, das Wachstum ist gut. Die Salbung ist mächtig, doch trotzdem greift der Teufel einen an. Und wisst ihr, welche Probleme mit dem Dienst zu tun haben? Denkt mal darüber nach. Das kann der Betrug sein. Das sind Lästerungen, Kritiker. Wenn das ganze Land auf einmal schreckliche Dinge über dich erzählt, du sitzt da und denkst dir dabei, Herr, dabei weißt du aber, dass das Probleme sind, dank welchen du belohnt wirst. Es ist für dich besser, mit Gott zu vereinbaren, dass du lieber die Probleme des Dienstes auf dich nimmst und dass Gott dafür deine Probleme auf sich nimmt, damit du mit den Problemen der Gemeinde belastet bist, mit den Problemen der Erweckung. Heute machen wir uns zum Beispiel Sorgen um etwas. Wir stoßen auf bestimmte Dinge. Wir stoßen auf sehr ernste Probleme. Und wenn du auf sie stößt, bist du gestresst. Manchmal kann ich deshalb nicht schlafen. Bis in den Morgen kann ich nicht einschlafen. Selbst Schlaftabletten helfen mir dann nicht, denn das Gehirn arbeitet und meine Seele macht sich Sorgen um die Gemeinde, den Dienst, die Erweckung, irgendwelche Anliegen. Doch ich weiß, dass ich mich dazu entschieden habe. Und ich freue mich darüber, denn ich werde dafür belohnt. Ich werde dafür belohnt. Hört, worum es geht. Das Problem vieler Menschen. Ich möchte mich jetzt an alle richten, die mich gerade über das Fernsehen sehen. Alle geistlichen Diener, worin dein Dienst auch sein mag. Alle, die in diesem Saal sind. Warum geben Menschen ihren Dienst auf? Warum können sie nicht bis zum Schluss gehen? Der Grund, Freunde, es gibt einen Grund, aber die Frage ist, warum gibt es Menschen, die bis zum Schluss gehen? Ich möchte euch heute Antworten geben auf diese Fragen. Und wenn ihr Antworten bekommt auf diese Fragen,
werdet ihr euer Leben verändern. Davon bin ich überzeugt. Ihr werdet anfangen, Gott zu dienen. Schaut mal, was in der Bibel geschrieben steht, im Brief an die Hebräer. Kapitel 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Schaut mal, Mose war ein Prinz im Hause des Pharaos. Dort steht, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, da er die Leiden des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Mose ging bis zum Schluss, und das Geheimnis ist in einem einzigen Satz verborgen. Schaut in welchem. Denn er sah die Belohnung an. Denn er sah die Belohnung an. Das ist der Grund, warum Menschen Gottes bis zum Schluss gehen. Der Teufel möchte, dass du auf den Preis schaust, den du bezahlst. Und wenn du auf den Preis schauen wirst, den du bezahlst, auf die Probleme, auf die du stößt, wenn du darauf schauen wirst, wirst du es nicht lange aushalten. Hat mich jemand gehört? Du kannst nicht jahrzehntelang so leben. Du wirst es einfach nicht aushalten. Der Teufel möchte, dass du heute, lieber Pastor, lieber Bischof, lieber Hauskreisleiter, hör mir zu, liebe geistliche Diener, der Teufel möchte heute, dass du auf den Preis schaust, den du heute bezahlst, auf die Probleme, Schwierigkeiten, auf irgendwelche Misserfolge und schlechte Dinge in deinem Leben. Er möchte nicht, dass du davon absiehst, denn wenn du auf den Preis schauen wirst, wirst du früher oder später zugrunde gehen. Du wirst dann aufgeben. Du wirst nicht stark bleiben. Deshalb liegt das Geheimnis aller Menschen, die bis zum Schluss gehen, darin, dass sie auf ihre Belohnung schauen. Sie schauen immer auf ihren Lohn. Preist Gott ganz laut. Liebe Brüder und Schwestern, hört mir zu. Die Probleme, die wir im Leben erleiden, für Christus und den Dienst, erwerben uns einen umso größeren Lohn. Er wird größer sein als der Preis, den wir bezahlt haben. Hat mich jemand gehört? Die Belohnung wird um einiges größer sein. Und wenn du heute leidest, wenn du mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast, wenn es dir schwer ergeht, sollst du wissen, dass die Belohnung um einiges größer sein wird als die Schwierigkeiten. Sie wird um einiges größer sein. Das wird die Herrlichkeit Gottes sein. Freunde, ich erinnere mich an meine Zeit, als ich anfing zu dienen. Ich wusste das schon immer. Ich habe immer auf die Belohnung geschaut. Für mich war das Wichtigste immer die Rettung von Menschen, ihre Bekehrung. Ich wollte immer sehen, wie sich Menschen bekehren. Ich wollte sehen, wie Menschen zu Gott kommen. Gott hat mich geheilt, Freunde. Und als er mich geheilt hat, habe ich verstanden, wer er ist. Dass man das nicht verschweigen darf. Dass die Menschen von ihm erfahren sollen. Wisst ihr, das lag mir einfach auf dem Herzen. Ich erinnere mich an unsere Schwierigkeiten, als wir unter sehr schweren Bedingungen gelebt haben, als man über uns gelästert hat. Das gab es schon immer und wird es auch immer geben. Die Kritik gab es, gibt es und wird es immer geben. Wisst ihr, was Gott zu mir sagte? Man wird über dich immer schlecht reden. Man wird sich immer darum bemühen, dir etwas anzutun. Man wird dich immer genau unter die Lupe nehmen.
Es gab immer unterschiedliche Fälle. Auch jetzt, als wir hier hingeflogen sind, sagte man mir, flieg nicht zum Flughafen Boryspol, weil dort bereits Polizisten auf dich warten und so weiter und so fort. Ich sagte aber, wenn Gott mich hier auf der Erde braucht, dann werden die, die mich ins Gefängnis setzen wollten, noch viel früher im Gefängnis landen. Hört mir zu, ich habe schon schwere Zeiten durchgestanden. Viktoria und ich lebten unter sehr schlimmen Bedingungen. Doch wir haben auf die Belohnung geschaut. Wir haben vom Lohn gesprochen. Wir haben immer von der Belohnung gesprochen. Freunde, Viktoria und ich sagten, es wird die Zeit kommen, in der wir tausende Menschen sehen werden, die errettet wurden. Ich sagte das so wie jetzt auf der Bühne. Zu der Zeit hatten wir ein Auto, einen Zweier Jiguli, den die ganze Gemeinde anschieben musste, damit er anspringt. Ich sage euch, ich stand da und sagte, ich werde anderen Mercedes schenken. Ich werde andere mit Autos segnen. Das schien unmöglich zu sein. Doch ich habe auf die Belohnung geschaut. Und wisst ihr, Freunde, wenn du auf die Belohnung schaust, wenn du auf den Lohn schaust, bist du bereit dazu, in diesem Leben auf etwas zu verzichten. Du bist dann bereit dazu, Schwierigkeiten durchzustehen. Du bist dann bereit, durchs Feuer zu gehen. Warum? Weil du auf die Belohnung schaust. Und das wird dir immer Kraft geben. Der Teufel ist ein Lügner. Er möchte, dass du heute auf deine Schwierigkeiten schaust. Und wisst ihr, was er macht? Er sagt zu dir, schau mal, du hast Probleme im Privatleben. Du hast kein Geld. Und er fängt an, dir das alles aufzuzählen. Was bringt es dir zu dienen? Und nun? Was jetzt? Er fängt an, dir eine Sache nach der anderen unter die Nase zu reiben. Schau doch mal, jetzt bist du auch noch krank geworden. An der Seite hast du ein Stechen. Man lästert über dich und so weiter und so fort. Und wisst ihr was? Der Teufel spricht und spricht und spricht. Und jemand, der auf den Teufel hört, ein Mensch, der auf seine Probleme schaut, wird niemals durchhalten. Es wird der Moment kommen, an dem er seinen Dienst schmeißen wird. Er wird nicht bis zum Schluss gehen. Doch in der Bibel steht etwas ganz Interessantes. Apostel Paulus sagte in Galater Kapitel 6 folgendes. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das ist interessant. Wenn wir nicht nachlassen, wenn ich also schwach werde, verliere ich meine Ernte. Es stellt sich heraus, dass es so ist. Wenn wir nachlassen und das Werk Gottes schmeißen, verlieren wir unsere Belohnung. Jetzt hört aufmerksam zu. Ich bitte euch, öffnet eure Herzen. Der Teufel möchte dir deine Ernte stehlen. Der Teufel möchte, dass du nicht bis zum Schluss gehst und somit deine Belohnung verlierst. Er möchte dir alles nehmen. Das ist sein Plan. Wenn du heute also dieses Wort hörst, dieses Wort hat Gott für dich vorbereitet. Du sollst für dich fest entschieden haben. Herr, ich wähle die Probleme des Dienstes aus. Und meine Probleme mögest du auf dich nehmen. Sagt jemand Amen darauf? Wenn wir auf den Preis konzentriert sind, wisst ihr, was dann mit uns geschieht? Wir lassen nach, wir werden müde, wir haben keine inneren Kräfte mehr. Und der Preis, den wir manchmal bezahlen, stellt euch vor, es gibt unterschiedliche Preise. Wir alle stoßen auf Schwierigkeiten. Wir alle kämpfen gegen den Teufel an. Und wisst ihr was? Was möchte der Teufel in dem Moment erreichen? Er möchte in deine Seele eindringen, durch diese Probleme. Damit du im Endeffekt sagst, ich möchte, dass niemand mich anrührt, ich möchte einfach nur leben. Und jetzt hört mir aufmerksam zu. Wenn ein Mensch seinen Dienst aufgibt,
und die Probleme des Dienstes sein lässt. Die Schwierigkeiten, die mit dem Dienst zu tun haben, werden einige Zeit später anstelle der Probleme im Dienst Probleme des eigenen Charakters auftauchen. Das heißt, es werden Probleme auftauchen, die schon dein persönliches Leben betreffen. Und das sind um einiges mehr. Und die Qualen werden um einiges schlimmer sein. Hört mich jemand? Der Preis für die Niederlage wird immer größer sein als der Preis für den Erfolg. Ein Mensch, der das aber nicht weiß, denkt sich, ich werde vom Dienst jetzt Abstand halten. Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen. Ich lebe in Ruhe mein Leben. Lasst mich alle in Ruhe. Alles ist gut. Und er geht nicht bis zum Schluss. Wisst ihr, was dann passiert? Er denkt sich, alles wird gut. Doch einige Zeit vergeht und er bekommt eigene Probleme. Und diese Probleme schlagen ihn von allen Seiten, denn der Teufel ist real. Er wird dich niemals in Ruhe lassen. Er wird dich schlagen, nur diesmal mit persönlichen Problemen. Und diese sind um einiges schlimmer. Warum, erkläre ich euch. Weil du für deine eigenen Probleme, mit denen du heute zu kämpfen hast, keine Belohnung bekommen wirst. Doch für die Probleme, die mit dem Dienst für Gott zu tun haben, wirst du eine riesige Belohnung erhalten. Schaut mal, was unser Herr Jesus persönlich sagt. Das sind äußerst interessante Worte. Ich möchte, dass ihr heute gemeinsam mit mir auf diese Bibelstelle schaut. Das steht in Markus Kapitel 10, Vers 28. Hier steht Folgendes. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau, wow, oder Kinder oder Äcker, sprich Eigentum und Materielles und so weiter, verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Jetzt hört gut zu, Vers 30. Der nicht hundertfach empfange, jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Lasst uns Gott all die Ehre geben für diese Worte. Wisst ihr, Freunde, diese Geschichte hat damit begonnen, dass ein junger Mann zu Jesus kam. Das steht etwas weiter oben. Ein Junge kam zu ihm und er wollte mit Jesus sein. Er sagte, ich bin gerecht. Woraufhin Jesus sagte, verkaufe alles, gib den Armen den Erlös und folge mir nach. Und es heißt, da wurde der Junge traurig und dann sagte Petrus, wir haben alles verlassen. Was werden wir dafür bekommen? Petrus hat eine richtige Frage gestellt. Was werde ich bekommen? Was werden wir bekommen? Und Jesus wies seine Jünger auf ihre Belohnung hin. Und genau die Belohnung ist die Kraft, die Motivation, die die Menschen am Laufen hält, die bis zum Schluss gehen. Freunde, stellt euch einmal vor, dass ein Mensch auf Probleme stößt und sich nur auf diese konzentriert. Er konzentriert sich nur auf seine Probleme. Was geschieht dann? Was passiert, wenn er nur auf seine Probleme fokussiert ist? Das wächst in ihm. Stimmt ihr mir zu? Das fängt an, dich unter Druck zu setzen. Sage ich die Wahrheit, Freunde, oder nicht? Das setzt dich unter Druck und betrügt dich. Der Druck wird immer größer und größer. Und wenn du deinen Blick nicht abwendest, wenn du nicht anfängst, auf die Belohnung zu schauen, wenn du dich nicht ermutigen wirst,
wenn du heute diese simplen Wahrheiten nicht verstehst, die Gott dir heute durch diese Predigt vermitteln möchte, dass du für all dein Leiden belohnt wirst. Du sollst gar nicht erst an den Punkt kommen, an dem dich der Druck von innen heraus vernichtet. Der Druck lässt dich zugrunde gehen und er drückt dich von innen heraus. Denn wenn du immer nur auf den Preis schauen wirst, ist es unmöglich, einfach unmöglich. Du kannst einige Zeit lang durchhalten, doch dann wirst du trotzdem irgendwann aufgeben. Wisst ihr was? Schaut nicht auf den Preis. Konzentriert euch nicht auf den Preis. Konzentriert euch auf die Belohnung. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr nur auf den Preis schauen werdet? Ihr werdet den Blick senken. Ihr werdet dann auf den Boden schauen. Ihr schaut herab und nehmt all eure Probleme unter die Lupe. Und während ihr nach unten schaut, werdet ihr in Wirklichkeit überhaupt nichts sehen. Ihr seht dann nicht Gott, sondern den Teufel, der euch etwas vor die Augen hält. Doch ihr sollt euren Blick heben. Hebt eure Augen und seht. Hört mir zu, es ist äußerst interessant. Wenn du weißt, warte mal, ich diene doch. Ich diene als ein Hauskreisleiter. Ich weiß, dass Gott mich belohnen wird. Ich werde eine tolle Familie haben. Bei mir wird alles wunderbar sein. Gott wird mich finanziell segnen. Alles wird zu seiner Zeit kommen. Und du fängst an, allen davon zu erzählen. Halleluja! Amen! Wenn du als ein Pastor oder als ein Bischof dienst, sagst du, ja, ich habe gerade Schwierigkeiten und es ist sehr schwer für mich. Aber ich weiß, dass die Zeit kommen wird. Zu seiner Zeit wird Gott kommen. Er kommt niemals zu spät. Sage Amen darauf. Er wird eines Tages mit seiner Belohnung kommen. Eines Tages wird er mit seiner Belohnung kommen. Und was wird dann passieren? Ich werde der allerglücklichste Mensch sein. Meine Gesundheit wird die allerbeste sein. Ich werde so viel Geld haben, dass ich alle um mich herum mit Geld segnen kann. Amen! Schenke Gott einen sehr lauten Applaus. Wenn wir mit unseren Finanzen dienen, kommt es uns manchmal so vor, Gott, ich diene doch mit meinen Finanzen. Ich diene und diene und diene. Aber überall habe ich Schwierigkeiten. Hier und hier und hier. Hört mir zu, meine Lieben. Für all deine Probleme. Wieso greift der Teufel dich denn an? Weil du dienst. So ist es doch, oder nicht? Deshalb greift er dich an. Und für all diese Probleme wirst du belohnt werden. Du wirst eine Ernte sehen und du sollst schon heute sagen, wow, ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß, dass ich stark sein werde. Mein Organismus wird verjüngt werden. Schwestern, sag darauf Amen. Ich werde immer kräftiger und stärker, immer schöner und schöner. Nicht wahr, liebe Schwestern? Ich sage nicht den Brüdern, dass sie immer schöner und schöner werden. Die Brüder werden immer stärker und stärker. Hört mir zu, welch große Freude ist es, wenn du weißt, dass du für alles belohnt wirst. Du erhältst eine Belohnung. Du weißt, dass bei dir alles gut wird. Wisst ihr, Freunde, ich werde ehrlich mit euch sein. In meinem Leben gab es schon unzählige Momente. Vielleicht Tausende oder gar mehr, als der Teufel mich auf meine Probleme fokussiert hat. Und wisst ihr, was dabei geschehen ist? Ich habe gesehen, wie ich innerlich schwach wurde. Ich wurde innerlich schwach und es erging mir sehr schwer. Es wurde immer schwieriger und schwieriger. Und ich weiß, dass Gott das zugelassen hat, damit ich später darüber predigen konnte. Ich habe den Kopf hängen lassen.
Mir kam es so vor, dass ich nichts mehr machen konnte. O Herr, innerlich wollte ich schon gar nichts mehr. Gott, ich sagte wahrscheinlich wie Mose, Gott, sende jemand anderes aus. Erinnert ihr euch? Du bist dann in einem Zustand, in dem du sagst, Herr, kannst du bitte jemand anderes aussenden? Freunde, danach hat Gott mir beigebracht, dass man auf die Belohnung schauen soll. Und du sollst dich daran erinnern, dass du für alles belohnt wirst. Jetzt hört euch einen wichtigen Gedanken an. Es ist äußerst wichtig, dass ihr ein richtiges Umfeld habt. Richtige Menschen. Denn die Menschen, mit denen ihr Gemeinschaft habt, spielen eine globale Rolle. Es gibt Menschen, die infiziert sind. Und sie können dir schlechte Dinge sagen. Sie können dir sagen, was bringt es dir denn, dass du Gott dienst? Na und? Na und? Schau mal, ich kenne Vassili. Er dient nicht, hat aber viel Geld. Überall lebt er im Überfluss. Er ist gesund und bei ihm ist alles gut. Hört mir zu, in Psalm 73 steht ganz genau geschrieben. Lasst uns zusammen reinschauen, ich möchte euch das vorlesen. Ihr sollt das sehen. Viele, die das erste Mal hören, werden erstaunt sein, dass die Menschen vor uns das bereits durchlebt haben. Psalm 73. Hier heißt es ab Vers 2. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Seht ihr das? Er wäre fast hingefallen. Er wäre fast hingefallen. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist ihr Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie machen sich über alle lustig. Kennt ihr solche Menschen? Ja. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Gibt es solche Menschen? Freunde, jeder von uns macht das durch. All das stehe ich durch, ebenso du. Hör mir zu. Schaut mal, was weitergeschrieben steht. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, das Volk Gottes. Das heißt, das Volk Gottes hat gesehen, wie gut es den Ungerechten geht und wenden sich ebenso an das Ungerechte. Davon ist hier die Rede. Und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen, das heißt, sie sünden. Sie leben in diesen falschen Absichten. Jemand kommt zu dir und sagt, hör mal, ich diene nicht und lebe ausgezeichnet. Und du dienst und sieh dich an. Du hast nie Zeit, du bist Tag und Nacht in der Gemeinde. Ihr musstet euch auf das College vorbereiten. Wisst ihr, 2 Monate lang haben sich all unsere geistlichen Diener und hunderte weitere Menschen auf das College vorbereitet und in der Gemeinde gelebt. Sie schliefen dort. Nachts haben sie gebetet und tagsüber gab es überall Bewegungen und so weiter. Hört mir zu, jemand sagt, ich mache aber nichts und mir geht es gut. Sie fangen an, so zu denken. Sie sagen, wie erfährt Gott das schon? Jetzt schaut weiter. Vers 13. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden. Und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Solch eine Frage steht im Raum. Schaut euch die Antwort an. Ich lese euch die Antwort vor. Vers 16. So mühte ich mich ab, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Und, hört gut zu, auf ihr Ende Acht gab. Das Wichtigste ist, bis zum Schluss zu gehen, Freunde. Diese Menschen aber, schaut mal weiter, Vers 18. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden.
Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Hat das jemand gehört? Gib Gott all die Ehre. Wenn du heute also auf jemanden schaust, der Gott nicht dient, und du dir denkst, warum sollte ich denn dienen? Mein Lieber, all die Menschen, die ihr Leben heute nicht für Gott leben, erwartet ein schlimmes Ende, wie es in der Bibel heißt. Doch all die Menschen, die im Dienst bis zum Schluss gehen, erwartet eine riesige Ernte. Sie erwartet eine Belohnung. Und am Ende erwartet sie der Siegeskranz. Amen. Wisst ihr, als der Teufel mich mit Problemen unzählige Male unter Druck gesetzt hat, hier gab es Probleme, hier gab es Probleme und hier. Manchmal wusste ich schon nicht mehr weiter. Auf mir lag eine riesige Verantwortung. Der Teufel setzt einem Ängste auf. Er sendet Menschen in dein Leben, die etwas Giftiges sagen werden. Man erzählt Lügen über dich und innerlich zerreißt dich das. Und all das setzt einen unter Druck. Das drückt immer mehr und mehr. Hör mir zu, es wird immer nur einen Ausweg geben. Ich danke Gott dafür, dass es mein Team gibt, dass es meine Freunde gibt, dass ich meine Fürbitte habe. Wisst ihr, dass ich solch ein tolles Team aus Freunden habe? Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ermutigen wir einander so sehr. Wisst ihr, auch ich benötige Ermutigungen. Auch ich. Weißt du, manchmal kannst du deine Probleme nicht alleine besiegen. Ist es so oder nicht? Im Inneren kommst du damit nicht zurecht. Aber hör mir zu, sei ein Stratege. Schreibe dir das auf. Umgib dich mit Menschen Gottes. Mit denen, die dich in schweren Zeiten immer unterstützen und ermutigen. Umgib dich mit richtigen Menschen, mit Menschen Gottes. Das ist eine Strategie. Amen, Amen, Amen. Wisst ihr, wenn das einem zustößt, wenn du einfach motivationslos bist, wenn du einfach erschöpft bist, manchmal ist das einfach so. Auch ich erlebe das manchmal, Freunde. Aber ich danke Gott für mein Team. Ich danke Gott für meine Fürbitter. Sie sagen einfach, hör mal, es ist doch alles gut. Alles ist doch ausgezeichnet. Wisst ihr, viele Menschen denken, ich sei Superman, der keine Probleme haben würde. Freunde, auch ich erlebe Schwierigkeiten wie alle anderen auch. Alles, was du gerade durchmachst, habe auch ich schon durchgemacht. Und die Belastung auf mir ist um einiges größer als auf dir. Verstehst du das? Dämonen hassen mich, weil ich sie verjage. Ich zerstöre ihr Recht zu wirken. Und sie hassen mich. Sie zeigen sich durch Menschen, die über mich schlecht reden, die lästern, die mich angreifen, die für mich leben. Sie leben für mich. Doch wisst ihr was? Dank den Menschen, die um dich herum sind, kannst du immer siegen. Hört mir aufmerksam zu. Wir können alleine schwach sein. Doch wenn wir jemanden an unserer Seite haben, überkommen wir alle Probleme. Preise Gott dafür ganz laut. In Wirklichkeit bin ich Gott unglaublich dankbar für meine Freunde. Ich bin Gott unglaublich dankbar für die Menschen, die in schweren Zeiten bei mir sein und mir zeigen werden. Wisst ihr, wie das praktisch aussieht? Kann ich euch das ehrlich sagen? Du sitzt da.
voller Probleme. Du sitzt schon buchstäblich im Sumpf deiner Probleme, innerlich belastet. Du bist einfach völlig entmutigt. Und dann setzt sich ein Freund neben dich. Bei mir ist es jemand aus dem Team oder jemand meiner Fürbitter. Und sagt, schau mal, hier hat Gott alles unter Kontrolle. Und schau mal hier, wie viel Gott schon vollbracht hat. Und schau mal hier, wie Gott alles zum Guten wendet. Und jetzt schau mal hier, sie zählen dir alles auf. Und am Ende des Gesprächs, das vielleicht nur 20 Minuten dauerte, bist du im Inneren ein Riese. Im Inneren bist du erfüllt. Du bist voller Glauben und sofort verändert sich alles, weil man dich durch das Wort wiederherstellt. Durch das Wort. Liebe Freunde und Partner, unsere Herzen sind voller Dankbarkeit und Liebe für jeden von euch. Danke für eure Gebete. Wir segnen euch und eure Familien. Möge der Frieden Gottes eure Herzen erfüllen. Dieser wunderbare Summit wurde zur Antwort für Millionen von Menschen. Der Dank euch ausgestrahlt werden konnte, liebe Partner. Das war nicht nur ein Summit, sondern die Ausgießung seiner Herrlichkeit in den Saal und auf jeden, der weltweit online teilgenommen hat. Unzählige Menschen haben die echte Berührung Gottes erlebt. Sie wurden geistlich wiedergeboren und unzählige Menschen wurden geheilt von Krankheiten und befreit von Todesurteilen. Unzählige Menschen standen aus ihren Rollstühlen auf. Jeden Tag erreichen uns Zeugnisse der Herrlichkeit Gottes. Wenn du noch kein Partner bist, rufe ich dich auf. Bete zum Herrn und triff die Entscheidung, ein Partner Gottes zu werden. Dank dir und deiner finanziellen Unterstützung kann die Vision, die Gott mir als Apostel gab, das Evangelium und die Kraft Gottes in jedes Haus auf diesem Planeten zu bringen, erfüllt werden. Ich segne jeden Menschen, der sich dazu entschieden hat, zu einem Partner Gottes zu werden. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir jeden von euch lieben. Wir beten für jeden von euch. Schreibe uns oder gehe über auf unsere Website, um zu einem Partner zu werden. Möge Gott euren Glauben stärken.